Hallo und herzlich willkommen zurück zu My Colonies mit leckeren gebackenen Kartoffeln und einiges schon mal an Softbricks. Wir brauchen noch Glas, aber jetzt backen gerade meine Kartoffeln. Da müssen wir noch ein bisschen warten, aber währenddessen können wir das Ding ja schon mal aufbauen. Oh Gott. Wo ist dieser verdammte Creeper? Hier drin, oder? Dann ist er hier unten drunter, glaube ich. Oh Gott. Vielleicht mal die Höhlen hier drunter ausleuchten. Das ist nämlich verwirrend und gefährlich und verängstigend. Ja. Ich glaube, ich baue die Schmiede mit ein bisschen Abstand zu dem hier hin. So. Bauen wir erstmal eine kleine Schmiede. Halt. Ups. Ich brauche einen Controller. Einen Drain erst einmal. Ein Faucet. Was zum Gießen? Vielleicht lieber die andere Richtung erst. So, das machen wir. Controller. Wir machen dich hier hin. Eine Reihe wird es auf jeden Fall reichen. Dann der Drain kommt hier hin. So, zack, zack. Wasser und Frostzip kommt dahin. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4 für die Mitte. 1, 2, 9. Geben Sie mir mein Zeug. Bisschen Glas. Noch mehr Setbricks. Das reicht auf jeden Fall. Noch einen hier und... Nee, nur noch einen. Und noch einen Dingens. Noch eine noch ein Drain. Jawohl. Und natürlich... den Tank nicht vergessen. So, und schon ist das Ding fertig. So schnell kann es gehen. Tank, ob er mir immer neben den Controller. Noch ein Drain. Bam. Casting Table. Noch eine Faucet. Und einen Schlussstein. Bäm. Es macht bill, bill, bill. Und schon funktioniert. Aber ich sehe immer noch, ob ihr die Schmiede richtig gebaut habt. Wenn die Flammen kommen aus dem Controller, dann ist sie nämlich startklar. So, wunderbar. Das hätten wir geschafft. Dann brauchen wir jetzt nur noch Lava. Hier ist sogar angezeigt, dass es zu kalt ist. Das ist cool. Not enough heat to melt this item. Nice. So, das Nachbarsgeklopfe nervt schon ein bisschen, muss ich sagen. Dunkel, danach müssen wir mal ganz kurz ein bisschen Lava suchen gehen. Ich würde in meinen echten Mineshaft graben, irgendwo am Berg Richtung Tiefe, Tiefe. Gute Nacht. Sieht schon gut aus hier. Moin. Gab's hier nicht irgendwo eine Höhle? Sollte vielleicht mal eine Höhle markieren oder so. Und wir runtergehen können. Hier hinten sieht es ziemlich höhlig aus. Ist auch sehr weit weg. Wo es geht. Wie wär's mit... nach hier hin. Wir gucken mal, was es da gibt. Außer hübsche kleine Pferdchen. Will man ein Pferd anschaffen? Habe ich einen Sattel? Habe ich einen Sattel gefunden? Ich glaube schon, oder? Kann das sein?
Im Dungeon? Bin mir gerade nicht so sicher, aber ich meine ja. Was ziemlich geil wäre. Wunderbar, Höhleneingang. Oh, ich habe keine Fackeln, doch ein paar. Hallo? Gucken wir erstmal, wo es hier hingeht. Nirgendwo hin anscheinend. Was ist das? Ach, Dirt. Ach, das ist ein Dingensfehler. Ein Beleuchtungsfehler. Hallo, können wir jetzt mal... Ah, danke. So, besser. Okay, wir könnten ja mal dann uns... Was ist denn los? Hier vielleicht. Wo kam ich runter? Hier kam ich runter, ne? Jetzt einfach mal so ein Mineshaft graben. Vorher machen wir hier dicht. Denn ich habe keinen Bock auf sprengende Creeper. So. Licht. Und dann geht's runter. Und zwar sagen wir hier. Wie viel sind wir? 61, das ist okay. Kohle! Sehr schön. Können wir nämlich gleich ein bisschen mehr Fackeln machen? Jetzt halt heute so eine kleine Lava-Expedition. Zum Glück können wir ja Untergrund sehen. Sollte es eigentlich recht fix gehen, hier Lava zu finden. So. Okay. Könnten vielleicht mal einmal ranzoomen. Wenn ich denn dafür eine Taste finde. Journey Map. Zoom in. Zoom out. Beim Numpad plus und minus, ganz einfach. So. Kann ich bitte auch wieder die runde Karte haben? Danke. So ist fein. So, okay. Das kriegen wir hin. Ich finde das Modpack eigentlich recht. Es macht Spaß. Also, ich habe jetzt, wie gesagt, das sollte ich vielleicht mir auch versuchen zu merken. Das muss ich mir aufschreiben. Zettel, Zettel, was bist du? Blablabla, HDMI-Kabel, Beweisung, blabla. Okay. Da können wir uns aufschreiben, dass ich in der Beschreibung dazu tun soll, dass ich Chisel und Bits drin habe. Okay. Mein Kolonies Mods Edit Chisel und Chisel and Bits. So. Damit ihr Bescheid wisst. So. Ich kann noch ein paar mehr Mods jetzt hinzufügen. Ist ja wie gesagt noch ein Testpack. Und so können wir direkt testen, ob es dann auch mit anderen leichten Mods, sagen wir mal, kompatibel ist. Oh, guck mal. Und ich denke, so kleine Mods wie zum Beispiel Chisel und Bit sollte eigentlich gar kein Problem sein. Es sei denn, es gibt irgendwelche, ja, sagen wir, Tastenübereinstimmungen. Aber die kann man ja auch eigentlich recht easy lösen. Okay, wir bauen hier lieber zu, glaube ich. So. Licht. 44 bin ich. Was sagt die Karte? Da hinten ist ganz viel Lava, sagt die Karte. Wollen wir uns da mal hinbauen? Ja, ne? Zack. Sehr schön, Lava-Pool gefunden. Mission accomplished.
ich noch schnell einen Tank bauen? Warte mal. Tank. Mist. Okay. Jetzt ein bisschen ärgerlich, dass ich nur einen blöden Eimer dabei habe. Ich könnte noch einen weiteren Eimer bauen. Ich müsste das wirklich noch tun. Zwei Eimer sind immer ganz praktisch zu haben. Gibt es eigentlich F7 hier im Spiel? Nein. Ich will noch einen bauen. So, Lava, ich komme. Und vielleicht auch der, wer den Mod, den ich immer sehr gerne mag, ist, dass man das Licht, also diese Torch, die man in der Hand hält, dass die Licht macht. Das wäre ganz cool, weil den finde ich ganz praktisch, weil der irgendwie auch, also macht auf jeden Fall Sinn. Wenn man eine Fackel in der Hand hat, dann leuchtet die mal. Punkt, aus, Ende. Also zwar eigentlich nicht für immer, aber und über Realität und so, realistische Sachen, kann man sich immer noch streiten in Minecraft. Ich bin halb dafür und halb dagegen. Einmal macht es keinen Sinn, einmal macht das, reizt das Spiel aus, andererseits es ist halt teilweise doch vielleicht ein bisschen zu doof. So, wo haben wir jetzt unsere Lava hier? Ich kann gerade irgendwie nicht genau sagen, ob über uns oder unter uns. Ich glaube, unter uns. Bin mir aber nicht sicher. Nicht schwer zu sagen. Irgendwie auch nicht. Aber wo ist sie denn? Immer nach unten. Komisch. Ist ein bisschen merkwürdig. Ah, da ist sie. Okay, gut. Hat sich erledigt. Ich kann sagen, also normalerweise hat man nicht so viel Sicht auf Lava. Aus der Höhe. So. Ah ja. Okay, das heißt, die kann ich ein bisschen runter. Jawohl. Okay. Meins. Dann bauen wir einmal einen Crafting-Tisch für noch einen zweiten Eimer. So. Okay, dann bauen wir hier zu für mehr Sicherheit. Denn Safety first. Und hier gerne eine Fackel hin. Denn Safety first. So. Wie viel Haltbarkeit habe ich noch auf der Spitzhacke? Aha. So. Okay, dann ab nach Hause. Es wird Zeit. Ob
bisschen nachlegen hier. Für die Treppe. Die wir zum Glück automatisch hochjumpen können. Das ist wirklich sehr praktisch. Also, auch wenn es manchmal nervt, es ist einfach zu praktisch. Oh Gott, es ist dunkel draußen. Ich kann mich... Nee, halt, stopp. Oh Gott. Ich tu mal hier... Waypoint. Neu. Minenschacht. Mit so einem Orange hier. Okay, und Bauland. Hallo, guten Abend. Schnell schlafen, oh Gott. Ja, nie Torch, nie Stone Slabs, nie alles hier. Mann, immer nur am Meckern, die Frauen, Freunde hier. Frauen, sag ich schon. Die Freunde. Freunde, der sagt, ich brauch mehr Torches. Definitiv, ja. Zufrieden. Kriegst davon natürlich nicht alle. So, hier. Hör auf zu meckern und geh arbeiten, Junge. Immer nur am Meckern, der Bursche. Alter, wie viel kommst du bitte noch an, Mann? Ich brauche das Zeug zum Bauen. Ich mach sie, wenn jetzt das Cobblestone. Ich hau dich. Gut, aber die können jetzt wieder weg. Gut. Hä? Dann machen wir eine Plattform aus Cobblestone. Bist du bescheuert? Was wird das? Das soll man einer verstehen. Naja, was soll's. Was soll's, gut. Er macht schon was er denkt, was richtig ist. Soll mir egal sein. So. Wir haben unsere zwei Lava-Häuflein. Jetzt können wir unser Eisen endlich schmelzen. So. Okay. So weit, so gut. Oh Gott, ein Creeper. Wag es ja nicht. Hier Löcher zu sprengen. Hallo, Mr. Horse. Wie geht es Ihnen? Ach gut, das freut mich. So, hier wollen wir unser Haus hinbauen. Vorher brauchen wir Holz. Wir können da hinten ganz viel Holz holen, wenn wir dann endlich die Lumber-Eggs haben. Das dauert noch ein bisschen. Erst muss hier mal alles schmelzen. Da können wir direkt mal einen Trichter anbringen, wo wir doch so viel Trichter hatten, im Dungeon gefunden. Ein Trichter und wir haben einen Sattel. Oh mein Gott, wir haben einen verdammten Sattel. Das ist ziemlich, ziemlich geil. Ich glaube, wir machen direkt mal so einen Pferdeverschlag, damit wir unser Pferdchen einstallen können. Sprussi. Und... Weil... Sprussi-Fans. Sprussi. Das ist ein bisschen wenig. Egal. So. Wo machen wir den Pferdestall hin? Hier vielleicht? In die Kuhle? Nee. Ich glaub, doch. Das kommt dann noch weg. Und Platz machen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wip. So. Okay. Na. Okay, hinten mache ich, glaube ich, dich.
So, erstmal gucken, ob wir das Pferd überhaupt eingesperrt kriegen. War 1, 2, 3 hoch vielleicht? 1, 2. Und noch einen. Hopp, nein. Hopp, hopp. Ja, das kommt gut. Glaube ich. Noch ein höher. Nee, passt schon so. Und dann kommen hier noch Zäune dran. So. Vielleicht hier vorne nicht, damit ich drüber springen kann. Das überlege ich mir noch. Und ein schickes Dach. Eine Zauntür. Für mich. Ja. Zauntür, Fenster, Spruce Fence Gate. Okay. So. Haben wir schon mal einen kleinen Pferdeverschlag. Und dann holen wir zum Pferdchen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao.